Hallo, liebe Tiefsee-Freunde, zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal mit dem Namen Pioneers of Pagonia. Ja, vor ein paar Wochen haben wir die Demo-Version spielen dürfen und jetzt dürfen wir die Early Access-Version spielen. Das Spiel soll am 13. Dezember 2023 released werden. Das ist der Stand. Die Videos habe ich entsprechend davor aufgenommen. Ich habe das Glück, die Early Access Version schon etwas früher zu spielen. Und wir werden natürlich jetzt reinschauen, mal schauen, ob sich irgendwas Sichtbares für uns verändert hat. Es sind einige neue Sachen hinzugekommen bereits. Und ja, ich freue mich riesig darauf. Pioneers of Pagonia, falls jemand das nicht so zuordnen kann, wenn jemand Siedler kennt, die Siedlerreihe, dann wird er jetzt vielleicht so ein kleines Aha-Erlebnis bekommen und sagen, ach ja, stimmt, da war mal was. Genau, der Entwickler, der Ursprungsentwickler von der Siedlerreihe hat jetzt an diesem Spiel den großen Anteil, Pioneers of Pagonia. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Wir machen eine neue Karte natürlich, ist auch klar. Ah ja, das hier ist jetzt neu. Wir haben hier vordefinierte Karten und benutzerdefinierte Karten. Einsteigerkarte, freundliche Wälder, trügerische Küste, Hinterland. Okay. Ja, ihr seht hier unten auch gefährliche Hügel, verborgene Gefahren. Es wird auch später eine KI dagegen stehen, auch ein paar Feinde, die uns nicht so wohlgesonnen sind. Aber das werden wir dann im Laufe der nächsten Zeit noch kennenlernen. Ich würde sagen, was machen wir denn jetzt hier? Banditen wird es geben, Diebe. Ich würde sagen, wir machen hier mal freundliche Wälder. Geht das? So. Oder machen wir die Einsteigerkarte? Benutzer definiert, geht auch. Freundliche Wälder begegne erstmals einem pagonischen Dorf und freunde dich mit seinen Einwohnern an. Ja, probier's mal, ne? So, Spiel starten. So, das ist jetzt wieder unser Ausgangsschiff, wie ihr sehen könnt. Ne? Hier geht's los und das ist jetzt die Karte. Wir haben noch ein bisschen Nebel hier. Die Nebel werden wir jetzt dann nach und nach aufdecken. Und jetzt geht's also los. Hier unten seht ihr die Leiste, die Menüleiste, die ist wichtig, ne, was wir alles bauen werden oder können. Und hier oben seht ihr dann alles, was vorrätig ist. Ne? Also wie viele Bewohner, wie viele Baustellenträger, Planierer, Zimmerer, wie viele Unterkünfte, Bewohner insgesamt, Bevölkerung, etc., wie viele Rohmaterialien wir haben und so weiter und so fort. Und rechts außen hier im Eck die Aufgaben. Ne? So. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen hier was üben. Aha. Was haben wir noch? Das da. Drehen und hoch runter. Okay, das geht. Ja, dann würde ich sagen, wir bauen mal hier einen Weg. So, also wir bauen jetzt hier eine Hauptstraße hin. Und ja, und dann geht es so langsam los hier. Wege abreißen, die wollen wir nicht. So, und dann geht's los. Wie fangen wir an? Entdeckerposten natürlich, gleich als erstes hier oben hin. Jetzt können wir die Gebäude noch drehen, wenn es geht, oder? Genau.
X und Y können wir sie drehen. Machen wir mal hier hin. Jetzt werdet ihr gleich sehen, dass nach und nach Leute vom Schiff runterlaufen und dann die entsprechenden Baumaterialien liefern werden. Ja. Dieser Entdeckerposten ist wichtig, damit wir unser Gebiet erweitern. Ihr seht hier Grenzsteine, ne? Und die werden nach und nach dann weiter nach hinten versetzt. Deswegen ist es so wichtig. Ja. So, es ist die Frage, wie machen wir weiter? Ich würde sagen, wir werden. Ja, jetzt seht ihr hier die Leute rausmarschieren. Ne? Ein nach dem anderen, genau. Das wuselt gleich noch ein bisschen mehr, keine Panik. Wir müssen nur schauen, dass wir mal hier den Anfang finden. Genau, so bauen wir das. Ja, Forsthaus. Was haben wir noch? Steinbruch, Sägewerk, Holzfällerhütte. Ja, ich würde sagen, dass wir hier dann unser Holz mal ansiedeln. Forsthaus. Genau, Holzfällerhütte. Dann haben wir auch noch ein Sägewerk, ist auch klar. Das machen wir gleich daneben hin. Jetzt geht es also los hier. Kann man die Geschwindigkeit verändern mittlerweile? Kann man nicht, oder? Also hier, wie gesagt, laufen jetzt die Leute raus. Man kann jeden Einzelnen anklicken. Man will. Genau, Planierer und so weiter und so fort. Ja, das mit der Geschwindigkeit ist das Einzige, was mich ein bisschen stört, dass man das nicht beschleunigen kann. Aber gut, so ist es halt. So, was haben wir hier? Sammlerhütte. Ja, Sammler ist ganz wichtig für Nahrungsmittel, ist klar. Das setzen wir gleich mal hier daneben hin. Ja. Oh ja, da oben. Da gibt es Büsche. Warte mal. Mach mal anders. Ich ziehe mal hier den Weg rüber. So, Sammlerhütte. Ich setze mir mal hier hin. Jagdhütte ist auch wichtig für Fleisch. Die setzen wir auch hier hin. So, das andere warten wir noch ein bisschen. Jetzt wird hier gebaut, ne? Genau, wie man sieht. Zuerst kommen die Planierer, die machen alles schön planen. Und dann kommen diejenigen, die hier, ja, sag ich mal, den Rohbau machen. Also wird alles hier abgeliefert. Genau. So, du bist fertig, ne? Wir haben jetzt hier drei Entdecker. Das müssen wir hier Aufträge machen. Genau, einen Fokuspunkt. Wir würden mal sagen, geht mal hier hin, bitte. Wie das geht. Macht ihr das jetzt oder was? Oder wie? Ah, die haben keine Nation. Nicht schlecht. Ja, der Anfang ist ein bisschen schwierig, da müssen wir jetzt ins Laufen kommen, ist klar. Aber es wird schon.
Ja, wir haben keine Ressourcen in der Nähe, ist mir schon klar. Ja, hier. Jetzt fängt der Herr, der Entdecker, an zu schauen, wohin muss. Geht los, okay. Ja, diese Fähnchen hier oben sagen, wir haben hier nichts zum Abholzen, ne? Leider. Das ist blöd. Moment. Genau. Deswegen werden wir jetzt hier mal ein Forsthaus hinsetzen. Und das wird uns dann Setzlinge in den Boden pflanzen und damit auch, dass dann Bäume wachsen können. Ah ja, jetzt erkunden wir hier diese Gegend. So, jetzt brauchen wir hier einen Wachturm mal hier bitte, damit wir unser Gebiet vergrößern. Wir können hier zum Beispiel auch bestimmen in jedem einzelnen Gebäude, was er machen soll. Also wir können jetzt zum Beispiel sagen, er soll jetzt nur Nadelholzbalken herstellen oder nur Laubholzbretter oder Feuerholz und so weiter. Ja, oder alles, ja, je nachdem. Ist auch ganz witzig. Ne? So, der macht hier schon mal weiter, genau. Gut. So, die sind jetzt auch fertig erstmal, ne? Genau, wunderbar. So, Sammler und Jäger kommen, wunderbar. Für Fleisch. Und dieser Wachturm ist jetzt auch noch wichtig, damit die Grenzsteine nicht nach außen versetzt werden, ne? 70% haben wir schon. Was? Geht fleißig gearbeitet jetzt. So, der Wachturm wird gleich fertig. Sind bei 40% schon. Ah ja, und die haben hier Kupfer entdeckt, Silber entdeckt hier oben. Sehr gut. Dann hätte ich gerne, dass ihr den Fokuspunkt mal bitte hierher verlagert, sonst geht's. So. Genau. So, jetzt ist der Wachturm fertig und jetzt werden dann so langsam die Grenzsteine versetzt. Gut, wunderbar. So. Sammlerhütte haben wir, Jagdhütte haben wir auch. Gemüsefarm, Getreidefarm, Brunnen. Ja, ein Brunnen wäre nicht schlecht, den setzen wir mal in die Mitte. Wachtürme, wir müssen zwei bauen. Einen Proviantmacher. Okay.
Hier. Ja, den setzen wir mal hier hin. Das sind unsere Wachen, die passen auf. Ja, wir brauchen noch einen zweiten Wachturm. So wie es aussieht, da würde ich sagen, bauen wir mal weiter hier raus. Machen wir das mal so. Ja, möglichst so hin, dass wir viel Fläche haben. Wachturm, genau. So. Das müsste erstmal reichen hier draußen. Oh, was ist hier los? Gibt es einen Stau? Wir müssen jetzt noch ein Gegnerhaus bauen und drei Wohnhäuser. Okay. Tja, kleiner Stau hier, ne? So, jetzt aber. Jetzt läuft's wieder. Ja, hier. Hier sieht man jetzt, wie die Grenzsteine versetzt werden hier. Nach außen, hier ist es. Das machen die Wachen. Und somit kommen wir jetzt auch in den Genuss, hier Holz zu schlagen. Ganz langsam. Es ist ein super Spiel. Und es wird dann im nächsten Jahr 2024 noch einige Sachen hinzukommen. Ich werde euch mal am Ende dieser Folge die Roadmap einblenden. Dann seht ihr mal, was da alles noch geplant ist. Man kann es, wie schon erwähnt, auf drei Varianten spielen. Ne? Man kann es mit einfach gemütlich, einfach vor sich hinbauen, ne? Spielen. Man kann es mit Dieben und Gaunern spielen. Oder man kann es mit Feinden spielen, die uns dann überfallen und so weiter. Ja, auf vier Varianten, genau. Und die vierte Variante wäre jetzt, was wir haben, ist mit Bekanntschaften zu anderen freundlich gesinnten Pionieren. Oder Pagonier, besser gesagt. So. Ah, ihr seht, jetzt ist die Grenze weiter raus. Jetzt gibt's Holz. Und auch die Sammlerhütte kommt so langsam ins Laufen hier. Sehr gut. So, Brunnen ist fertig. Was ist da los? Achso, nee, gut, passt. So, wir machen weiter. Das Gildenhaus fehlt. Wo ist das Gildenhaus? Ah, Gildenhaus. Moment. Ja, setzen wir mal hier hin. Da brauchen wir noch Wohnhäuser. Die Frage ist jetzt, brauchen wir jetzt kleine Wohnhäuser oder große? Ich mache mal kleine Wohnhäuser hin.
Oder? Ja. Zählen die? Ja, die zählen. Okay, gut. Hier ist ein Stein. So, wir bauen hier noch einen Weg hoch. Huch, was ist da los? Achso, da ist ein Baum dazwischen. Zweite Holzfällerhütte bauen, eigentlich. Aber der Gilde fehlt noch Werkstein, ne? Genau. Okay. Dann haben wir auch einen Steinbruch. Auf jeden Fall. Ja, wir sagen, wir setzen den hier hin. Dann brauchen wir noch gleich einen Steinmetz. Ja, den setzen wir da drüben hin. So. Gut. Die Entdecker laufen jetzt mal hier hin. Gut. Eine Holzwerkstatt fehlt auch noch. Moment. Wo ist die Holzwerkstatt? Ne? Na, wo ist sie denn? Ach, da ist sie. Die setzen wir mal. Kann ich die hinsetzen? Ja, das geht sogar. So. Okay.
Dann bauen wir jetzt hier noch einen Weg dazwischen runter. Geht so voran hier, ne? Fokuspunkt machen wir hier hin, bitte. Aber der Holzfäller soll bitte. Klicke stattdessen was auf. Ja. Ne, nochmal. Ich kann dem sagen, dass er. Genau, er soll nur ausgewachsene gehen. Ne? Genau, das will ich haben. Nur ausgewachsene Bäume. Weil sonst kommen die Kleinen nicht mehr hoch. Ne? So. Das Gegnerhaus ist auch hier fertig. So oben Steinmetz ist jetzt fertig, ne? Ja, dann fängt es an, hier Steine abzubauen. Sehr gut. Steinmetz ist auch hier fertig. Ja, was haben wir hier noch? Taverne. Ist auch eine Sache. Taverne. Hier, Taverne, die setzen wir mal ganz geschickt hier hin, hier mitten rein, würde ich sagen, ne? Genau, und dann brauchen wir noch 4 Esstische. Hier. Eins, zwei, drei. Na, schade. Halt. So, nochmal 5 hin. Na, bin ich langweilig hier bei Pioneers of Pagonia. Filter, Werkstein, okay. Aber den machen wir weg, den Grenzstein. Ich will nur Werkstein haben, ne? Genau. Was fehlt hier? Auch Werkstein, okay, gut. Warten wir jetzt, bis das hier fertig ist. Ja, müssen warten jetzt.
Außer ich baue jetzt noch den zweiten Steinmetz hin. Ich glaube, ich wäre noch eine Idee. Ja. Wir kommen momentan nicht weiter. Ja, die Taverne wird auch bald stehen bleiben. Ja, auch da geht's nicht weiter. So, Baustellenträger. Jetzt geht es hier langsam weiter. Sehr gut. Ein Gildenhaus. So, ich würde sagen, an der Stelle machen wir eine Pause von der ersten Folge von Pioneers of Pagonia im Early Access. Ja, mir macht's riesen Spaß, ich hoffe euch auch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge weiter. Rechts oben die Playlist nicht vergessen, Daumen da lassen, Abo nicht vergessen, dann verpasst ihr keine Folge mehr, denn da werden jetzt einige Folgen kommen, ja, keine Panik. Und ich sage an der Stelle, wir warten jetzt mal ab, bis das Haus hier fertig ist, ne? Genau, das Gegnerhaus. Ah, wunderbar. Komm. Auf geht's. Genau, und an der Stelle sage ich schon mal vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.